Der Ausspruch Widerstand ist so sinnlos, dass man ihn leisten muss, stammt aus seinen Federn. Doch wie kommt ein Grimme-Preisträger und Bestsellerautor dazu, sich plötzlich religionswissenschaftlichen Themen zu widmen? Was bewegt einen Mensch, der eher Liebesromane geschrieben hat, sich mit einmal einem Buch zu widmen, das unsere ganze Welt auf den Kopf stellen kann? Ich wollte dem ein bisschen mehr nachgehen und habe mir deshalb heute in meine neue Ausgabe von den Zeitgeistern Gabriel Barilli eingeladen. Hallo Gabriel. Hallo Silvia. Du hast ein Buch geschrieben, das sehr polarisiert. Es heißt Paradies. Und wir werden nachher noch etwas intensiver in das Thema hineingehen. Magst du mir mal kurz erklären, was daran so viel Sprengstoff liefert? Die Geschichte vom Paradies erzählt das Leben der jungen Frau Maria, die auf der Suche ist nach dem Sinn ihres Lebens. Auf diesem Weg findet sie im Internet ein Portal, das heißt World Angels, und in diesem Portal ein Spiel, das heißt Paradies. Sie entschließt sich, in dieses Spiel hineinzugehen und begegnet dort einer Geistführerin in der Gestalt einer jungen Indianerin, die Kayova heißt. Diese Frau Kayova nimmt sich nun des Weges von Maria an und führt sie in mehreren Etappen durch die Geistesgeschichte unserer letzten 5.000 bis 10.000 Jahre, zeigt ihr auf die Irrtümer der großen Weltreligionen, des Judentums, des Islam, des Christentums, des Buddhismus, und führt sie über diese Stufen zu einer Erkenntnis, dass es an der Zeit ist, eine neue Religion auf diesen Erdball zu bringen. Das ist kurz gesagt die Geschichte vom Paradies. Gut, das hört sich unglaublich umfangreich an. Ich gehe mal davon aus, du bist jetzt nicht geboren und hattest dir vorgenommen, du möchtest einmal so ein Buch schreiben. Wie war der Weg dorthin? Was hat den Gabriel dahin gebracht oder was hat ihn dazu gemacht, dass er so ein Werk schreibt? Weil du kommst ja eigentlich aus der Schauspielerecke, bist in mehreren Berufen tätig. Unter anderem hast du angefangen als Schauspieler in Wien. Dann gab es sicherlich auch irgendwann einen Moment, in dem du angefangen hast zu schreiben. Magst du mir mal bitte kurz erklären, wie das begonnen hat, dass du überhaupt Bücher schreibst?